Und weiter geht's mit Dragons Aufstieg von Berg. Wie ihr seht, können wir hier den Snoggletalk-Geist bekommen. So, dann schließen wir erstmal und checken wir hier erstmal die Lage. Komm, wir spielen eine Runde Verstecken mit den Drachen. Alles klar, gut. Sammle 50.000 Holz mit einem wahnsinnigen Zipper und sammle 50.000 Holz mit einer schnappenden Falle. Alles klar. Das ist unsere nächste Aufgabe. So, da wissen wir erstmal Bescheid. Dann müssen wir noch einen wahnsinnigen Zipper suchen. So, alles klar, alles klar. Erstmal würde ich sagen, schicken wir aber erstmal unsere Drachen wieder neu los. Dann würde ich sagen, checken wir auch danach ab, welche Drachen vom Titantraining zurück sind, was wir mit dem machen können, also ob wir die zum Titandrachen gepimpt kriegen oder auch nicht. Werden wir sehen, checken wir gemeinsam ab. Wäre auf jeden Fall cool, wenn er dabei bleibt, weil das ist, denke ich mal, doch ganz schön interessant. So, dann schicken wir hier unseren Schockdrachen nochmal los, dann den flüsternden Tod. Außerdem können wir hier unseren Krallenkrabbler jetzt auf Level 60 pimpen, den können wir auch nochmal losschicken, um Material zu bekommen. So, da können wir uns aussuchen, den schicken wir erstmal Fisch holen, würde ich sagen. Dann haben wir hier oben unseren Knochenräuber, den schicken wir auch nochmal los. Dann würde ich sagen, machen wir hier gleich weiter. Schicken unsere tödlichen Nadder los und wie gesagt, den Funkenhüstel, der ist auf Level 58. Außerdem habe ich gut Material angespart. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das zeige ich euch auch gleich, wofür. So, jetzt würde ich sagen, kommen wir erstmal zu den Drachen, die zum Titantraining waren in Valkas Zuflucht. Die checken wir erstmal gemeinsam ab. Hier haben wir erstmal unsere schnappende Falle. Da drehen wir einfach mal am Rad. Komm, komm, komm. Yeah. Oh, doch, geil. Haben wir wieder neun Titandrachen. Die schnappende Falle, richtig genial. Den gucken wir uns jetzt erstmal ein bisschen näher an. Sieht doch optisch richtig cool aus, muss ich sagen. Freue ich mich auf jeden Fall riesig. So, den schicken wir aber trotzdem erstmal wieder in unseren Hangar. So, dann gucken wir beim nächsten Drachen, da würde ich sagen, drehen wir auch mal am Rad. Hier haben wir den Donnertrommler, komm, cool Wert auf jeden Fall. Jojo, oh, knappe Kiste. Naja, hatten wir ein bisschen Pech. Können wir aber nicht ändern. Wir sammeln unser Material ein, schließen das erstmal. Weil wir haben gerade noch einen Drachen im Titantraining und zwar unseren Gruff. Den habe ich nochmal losgeschickt. 5 Stunden und 13 Minuten braucht er noch, bis er zurück ist. Cool wert auf jeden Fall, wenn wir den zum Titandrachen machen. Jetzt haben wir aber noch unseren Glutkessel. Also eigentlich sieht es ja schon hervorragend aus. Eigentlich müsste das klappen, aber bei meinem Pech kann das natürlich auch daneben gehen. Komm, 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 komm. Yeah, geile Sache. Haben wir gleich noch einen Titandrachen. Und zwar den Glutkessel. Optisch total genial. Den gucken wir uns natürlich auch erstmal an. Von nahen. Alter, richtig geil. Der sammelt zwar nicht ganze Dollar, aber so sieht er optisch echt genial aus. Ich würde sagen, den schmeiße ich trotzdem erstmal in meinen Hangar. Aber erstmal mal einen Screenshot. Das gleiche machen wir jetzt. Na, den schmeißen wir in den Hangar, wie ihr sagt. Jetzt würde ich sagen, holen wir nochmal schnell unsere schnappende Falle raus. So, wo haben wir sie? Da haben wir sie. Die platzieren wir. Oder den platzieren wir, den Drache, hier hin. Dann nehmen wir hier gleich mal ein bisschen näher ran. Und dann würde ich sagen, machen wir auch gleich noch einen Screenshot. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. So, dann kann er erstmal wieder in den Hangar. Jetzt würde ich sagen, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welchen Drachen ihr als nächstes, also nach dem Gruff hier, zum Titantraining schicken würdet. Wir haben jetzt wen noch? Wir haben noch den Donnertrommler. Dann, wie gesagt, den Gruff. Den machen wir hoffentlich zum Titandrache. Werden wir sehen. Checken wir gemeinsam ab. Dann gucken wir hier gleich nochmal. Ach nee. Wir haben ja hier auch noch unseren Dagus Grill. Den können wir auch noch zum Titantraining schicken. 10 Stunden, 30 Minuten dauert's. Und der kostet 23,4 Mille. Also ist echt schon ganz schön derbe. So, dann gehen wir hier nochmal rein. Gucken hier einfach mal, welche Drachen wir noch zum Titantraining schicken können. Da hätten wir auf jeden Fall noch den Rumpelhorn. Dann den Tornado. Dann hätten wir außerdem noch unseren wahnsinnigen Zipper. Was haben wir noch? Dann haben wir noch hier Iggy am Start. Dann den Sturmpfeil.
Dann den Schädelbrecher, den Schnaffelzahn, dann haben wir hier noch unseren Gronkel. Dann könnten wir natürlich auch noch den tödlichen Nadder pimpen. Das dauert aber noch ein bisschen, den müssen wir erstmal nochmal trainieren. Also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welchen von denen, die ich euch gerade gezeigt habe, ihr zu als nächste zum Titantraining an meiner Stelle schicken würdet. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Außerdem habe ich ja noch drei Drachen zum Training. Das wären. Erkennen wir die hier? Ah, wir gehen einfach mal hier rein. So, da gucken wir gleich mal gemeinsam nach. Das wäre eben mal unser Muffel, den trainieren wir auch gerade auf Level 49. Dann hätten wir noch einen Schockdrachen am Start und den Kopf, den pimpen wir auf Level 46. So, dann pimpen wir erstmal, würde ich sagen, unseren Nussuff, der ist jetzt auf Level 40. Dann unseren schrecklichen Schrecken, der ist auch auf Level 40. Auf jeden Fall richtig genial, so wie es sein soll. So, dann schließen wir das erstmal wieder. Ich würde sagen, wir könnten ja mal probieren zu kämpfen, aber das ist eigentlich Quatsch, weil wir das eh nicht schaffen. Wir probieren es einfach mal aus. Ah, gut sieht es erstmal aus. Okay. Könnten wir den noch nehmen? Hervorragend. Dann würde ich sagen, probieren wir es einfach mal so aus, jeden in Kampf. Und dann checken wir einfach mal die Lage, wie wir uns schlagen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Jetzt können wir natürlich wieder erkunden hier, wie wir wollen. Angriffsschiff, Angriffsschiff, Angriffsschiff. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier auf Überspringen. So, dann beginnen wir auch. So, der kann als erstes erstmal losflattern. Dann nehmen wir hier gleich noch ein paar mit. Kommt, jetzt macht mal Alarm. Komm, 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 macht Yalla. Ja, so sieht's erstmal sehr gut aus für uns. Komm, macht Feuer. Komm, 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 komm. Ah, die drei Schlüsse werden es nicht werden. Wir kriegen jetzt mit Sicherheit noch was ab. Aber zwei Schlüsse haben wir, denke ich. Jo, war wieder eine knappe Kiste. Aber scheiß drauf, wir haben die zwei Schlüssel, darauf kommt es an. Wir haben es auf jeden Fall gepackt. Geile Sache. Drei Schlüsse wären mir zwar lieber gewesen, aber wir können es halt nicht ändern. Wir haben wenigstens den Sieg, haben die Flotte 16 gekillt und sind jetzt auf jeden Fall wieder zurück auf Berg. Haben es perfekt verteidigt. Jetzt können wir unsere Schlüssel hier nutzen. Ah, so ein Mist. Ich hätte lieber so ein Zahnrad gehabt, aber können wir auch nicht ändern. Gut, wie gesagt, damit sind wir auch durch. Außerdem hier noch 3 Stunden hier dieses Event. Da können wir uns den Fleischklops holen, wenn wir wollen. Würdet ihr das machen? Also ich würde es nicht tun, weil was soll ich mit dem? Klar, das ist ein Drache, den man nicht so oft bekommt, aber. Ich würde sagen, das ist Quatsch. Von daher lasse ich es erstmal. Ich spare meine Runen. Und damit sind wir auch erstmal wieder durch. Zum Event brauche ich gar nicht weiter eingehen, weil das kennt ihr ja. Hier haben wir den Wollgeheul und den Kältegronkel. Ich suche gerade den Kältegronkel. Ich hoffe, den bekomme ich auch. Außerdem haben wir hier noch den Snoggletorgeist. Können wir ja nochmal drehen. Hier müssen wir eine Sammlung ansehen. Da hatte ich immer Pech. Von daher ist es auf jeden Fall richtig zum Kotzen. Gut, wie gesagt, wir sind durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.